Hallo zusammen, ich bin Nick. Herzlich willkommen zum Duppecast, dem Podcast für alle Weinliebhaber, Pfalzkinder, Exilpfälzer und alle, die den Pfälzer Wein und die Region lieben lernen möchten. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Pfalzwein 2020, ein geiler Jahrgang. Okay, kann ein Weinjahrgang eigentlich geil sein? Wir glauben ja, denn wir schenken unserem Duppecast-Winzer Benny Erhard Glauben, der als einer von drei Duppecast-Winzern uns in dieser Folge einen exklusiven Einblick in sein Weinjahr 2020 gibt. Wir sind heute schon in der 14. Duppecast-Folge angekommen und wir freuen uns, dass ihr heute noch mit dabei seid. Ja, 2020. Das war wohl für uns alle echt ein außergewöhnliches Jahr, das ja direkt weitergeht. Und wir als Pfälzerinnen und Pfälzer haben wohl die besondere Eigenschaft, dass wir uns die Lust am Leben nicht nehmen lassen. Und so haben Nick, Robin und ich Ende Juli 2020 den Duppecast gelauncht, weil wir auch in der Pandemie gesagt haben, ja gut, wir brauchen einen Pfalzwein-Podcast, es gibt noch keinen und wir wollen uns auf eine Weinreise durch die Pfalz begeben. Beste Entscheidung ever. Seitdem veröffentlichen wir Folgen im 3-Wochen-Takt und haben jede Menge Spaß dabei und haben unglaublich tolle Menschen kennengelernt, wie die drei Jungwinzer Thorsten Muffang, Wolfgang Schreieck und Benny Erhard, die uns in einem kurzen Statement eine Nachricht geschickt haben, was ihr Weinjahr 2020 so mit sich brachte. Für die Winzerinnen und Winzer in der Pfalz endet das Weinjahr nach Abschluss vom Herbst. Der Herbst ist in der Pfalz die Weinlese. Wir als Konsumentinnen und Konsumenten haben das Weinjahr wahrscheinlich ungewöhnlich ruhig kennengelernt. Es gab keine Weinfeste, keine richtigen Weinproben. Vieles wurde digital abgebildet, wie Weintastings, Weinjahrgangsproben und so weiter. Und jetzt freuen wir uns, von unseren Duppecast-Winzern zu hören. Wenn ihr die Folgen von Erhard, Muffang und Schreieck noch nicht gehört habt, dann schaut mal in die Shownotes. Wir haben alle drei Episoden verlinkt. Dann könnt ihr die jungen Winzer und ihre Weingüter noch ein bisschen besser kennenlernen. So, wir haben die O-Töne Mitte, Ende Dezember von den Jungs bekommen und haben sie jetzt in die Podcast-Folge gepresst, sind also noch aktuell. Also nicht wundern, wenn es ab und zu mal von Dezember die Rede ist. Lasst uns mit Wolfgang starten. Ab nach St. Martin. Hi, ich bin Wolfgang vom Weingut Schreieck in St. Martin. Das Weinjahr 2020 war geprägt von viel Sonne und wenig Regen. Wir hatten sehr reifes Lesegut und sehr gesundes Lesegut, was zu tollen, fruchtigen und kräftigen Weinen führt. Wir haben schon die ersten Weine des neuen Jahrgangs abgefüllt und sind mit der Qualität sehr zufrieden. Eine Herausforderung für das Erntejahr 2020 war natürlich die extreme Trockenheit. Man musste die Erträge reduzieren, damit die verbleibenden Trauben gut versorgt bis in den Keller kommen. Wir freuen uns auf die Weine, die da kommen. Zum Wohl. Danke, Wolfgang, und viele Grüße nach St. Martin. Wow, ihr habt schon die ersten Weine abgefüllt im Dezember. Wahnsinn, das geht mega schnell. Für uns als Laien ist die Weinherstellung ja immer noch eine Blackbox. Wann wird eigentlich welcher Wein wie und wohin abgefüllt? Wir als Duppecaster wissen es noch nicht ganz genau, werden uns das aber bald mal genauer mit anschauen und freuen uns, wenn ihr uns auf dieser Reise begleitet. Mit Wolfgang haben Robin und ich im August 2020 übrigens die 7. Folge aufgenommen und erstmalig Pfälzer Schaumweine getestet und das bestimmt nicht zum letzten Mal. Also hört mal rein, war auf jeden Fall eine sehr spannende Folge. Und jetzt ab zum lieben Thorsten ins schöne Fenningen. Hallo, ich bin Thorsten Muffang vom Weingut Muffang in Fenningen. Das Weinjahr 2020 war für uns herausfordernd und erfolgreich zugleich. Im Weingut ist dieses Jahr viel passiert und auch wir mussten unsere Abläufe an die veränderte Situation anpassen.
Doch die Natur und die Weinberge fragen nicht nach Veränderungen im Alltag, sondern müssen weiterhin gepflegt werden. Daher sind wir dankbar, dass das Jahr 2020 trotz anhaltender Trockenheit im Sommer sowohl qualitativ als auch quantitativ nahtlos an die letzten Jahre anknüpft. Insbesondere die heißen Septembertage und die teils nächtliche Weinlese, um die Trauben kühl zu ernten, werden in Erinnerung bleiben. Die kerngesunden und hochreifen Trauben sind mittlerweile zu fruchtgeprägten Weißweinen und kräftigen Rotweinen ausgebaut, welche ab Februar 21 im Verkauf erhältlich sein werden. Zum Wohl und alles Gute für das Jahr 21. Danke, Thorsten, und viele liebe Grüße nach Fenningen. Ich erinnere mich gut an unseren Nachmittag bei euch auf dem Weingut, wo wir neuen Wein und roten Rauscher probiert haben. Und du hast uns in die Welt dieses saisonalen, ich möchte mal sagen, Kulturgutes mitgenommen. Leider im letzten Jahr ohne Weinfeste, die den perfekten Rahmen bilden, um neuen Wein zu trinken. Und du hast eben in deinem Beitrag von der nächtlichen Weinlese wegen der Hitze gesprochen. Ich erinnere mich, dass ich im Hochsommer 2020, als wir alle schwitzten, auf Social Media viele, viele Videos von euch Winzerinnen und Winzern sah, wo sich riesige Vollernter durch Weinberge schleppten, mitten in der Nacht und mit den starken Scheinwerfern die Weinberge ausleuchteten, um die Trauben reinzuholen. Also es ist wirklich bewundernswert, was Winzerinnen und Winzer leisten, um unsere Gläser zu füllen. So, und warum war der Jahrgang 2020 denn nun geil? Benny Erhard vom Weingut Erhard, du hast nun das Wort. Ja, hallo ans Team von Dubbecast. Mein Name ist Benjamin Erhard und ich freue mich quasi an Dubbecaster der ersten Stunde gewesen zu sein im Jahr 2020. Ihr wolltet noch ein paar Infos und Aussichten über den aktuellen Jahrgang. Also wir haben 2020, es ist jetzt Mitte Dezember, ein Teil ist schon gefüllt und also auf jeden Fall geil. Geiler Jahrgang, kann ich nur sagen für uns. Frucht ist super toll, die Säure zum Glück nicht so niedrig, wie man irgendwie so Juli, August, wie es ausgesehen hat damals. Alkoholgehalte passen auch in den Weinen. Aufgrund unserer überschaubaren Größe im Weingut konnten wir jeden Weinberg quasi genau zum richtigen Zeitpunkt lesen. Das heißt also, in Summe haben wir Bombenfrucht, angepasste Säure, nicht zu niedrig, nicht zu hoch. Und so ein Alkoholgehalt von 12,5 bei den Weinen, das passt einfach unheimlich. Also wir sind super, super zufrieden mit 2020, haben wie gesagt die ersten Sachen schon gefüllt. Die Sachen, die richtig Spaß machen, kommen natürlich noch. Und da freue ich mich super drauf, wie es dann irgendwie so im April oder so aussieht dann. Freut mich super für euch, damit so ein neues Projekt gleich so gut angenommen wurde und ihr so eine super Resonanz auf den ganzen Kanälen habt. Sehr coole Leistung und auf jeden Fall guten Grund zum Weitermachen. Danke, Benny, und schöne Grüße ins schöne Eschbach. Ja, wir haben das Statement geiler Jahrgang hier versteckt und auch jede Menge Weinwissen bekommen. Auch bei Benny war im Juli und August viel los, denn wegen der Hitze befürchteten sie, dass die Säure der Weine Probleme bekommen. Hierfür haben die Winzer nämlich eine gute Lösung gefunden. In besonders heißen Sommerwochen werden nachts die Trauben schon reingeholt. Warum denn eigentlich? Fragen wir nochmal genau nach. Benny, kannst du uns das nochmal erklären? Das war im Prinzip dieses bzw. letztes Jahr, also während der letzten Lese, kam das vermehrt vor. Und es war einfach so, die Tagestemperaturen, wie sicher ja jeder gemerkt hat, waren sehr, sehr hoch. Man will in der Kellerwirtschaft, also während der Weinbereitung, eher kühle Trauben, damit einfach die Weine vergären ja kühl und damit man einfach nicht unnötig Energie aufwenden muss, um die warmen Trauben dann runterzukühlen. Deshalb ist es vom Grundsatz her einfach mal gut, wenn die Trauben eben 7, 8 Grad anstatt 15 oder 20 Grad haben. Wir persönlich, also wir im Weingut, arbeiten mit Maische Standzeiten. Das heißt, wir lassen die Beeren noch auf der Maische stehen, damit eben
das Aroma besser in den Saft übergeht. Da ist es umso wichtiger, dass die Trauben kühl sind, weil ansonsten schon ein BSA, also ein biologischer Säureabbau, den man meistens nicht will bei einem frischen Weißwein, der kann dann beginnen, so wie die Gärung kann beginnen. Wir werden in den kommenden Folgen immer wieder mit diesen Themen zu tun haben und ganz, ganz viel Weinwissen auch in der Pfalz einsammeln. Ihr dürft euch also freuen, mit uns die Pfalz und den Wein besser kennenzulernen. Wir haben übrigens noch beim Deutschen Weininstitut mal nachgesehen, was das Weininstitut denn eigentlich zum Weinjahr 2020 sagt und Erfreuliches festgestellt. In der Pfalz wurde als eines der wenigen Anbaugebiete überdurchschnittlich viel geerntet. Voraussichtlich, und jetzt Achtung festhalten, 2,3 Millionen Hektoliter. Ich musste mal nachschauen, was ist denn eigentlich ein Hektoliter? Und das sind 100 Liter. Also wir sprechen hier von einer unglaublichen Menge Wein und unzähligen Flaschen. Der Jahresertrag liegt somit 6% über der Durchschnittsmenge der letzten 10 Jahre. Das ist also ganz ordentlich. Und wie die Jungwinzer schon berichteten, die Weinqualität scheint sehr gut zu werden. Es werden konzentrierte, gut strukturierte Weine erwartet mit viel reifer Frucht. Und besonders die Rotweine können, wie es aussieht, von sehr hoher, dichter Farbe profitieren. Das Deutsche Weininstitut beschreibt übrigens auch, dass in diesem Jahr, wie in den Jahren zuvor, das Weinjahr sehr viel früher beginnt. Ich erinnere mich gut an das Gespräch mit der lieben Maike Niklis vom Weingut Niklis in Gleisweiler, die uns in der zweiten Episode des Düppecastes schon berichtet hat, dass die Weinberge sich immer, immer früher entwickeln. Und das war dieses Jahr nicht anders. Ganze 9 Tage früher als in den Jahren zuvor sind die ersten grünen Triebe gesprossen. Das heißt, unsere Pfalzwinzerinnen und Winzer müssen sich also jedes Jahr aufs Neue bereithalten und mit der Natur leben und arbeiten. Wir wünschen allen Pfalzwinzerinnen und Winzern jedenfalls ein super Weinjahr 2021 und freuen uns auch, den einen oder anderen im Dubbecast besuchen zu dürfen. Und jetzt zu euch, liebe Dubbecast-Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns auch weiterhin über eure Nachrichten. Was gefällt euch am Podcast? Habt ihr Verbesserungsvorschläge? Wo soll das Team Dubbecast eigentlich noch hin? Wir freuen uns auf eure Nachrichten. Schickt sie gerne an dubbecast@gmail.com oder einfach über den Facebook- oder Instagram-Kanal @dubbecast. Jetzt dürft ihr euch definitiv freuen auf die Dubbecast-Folgen, die im Jahr 2021 noch anstehen. Wir haben echt einiges für euch im Gepäck. Bleibt dabei und seid so gut, empfehlt den Podcast gerne an alle weiter, die sich für die Pfalz oder und für Wein interessieren. Sagt es euren Omis, euren Mamis, Freundinnen und Freunden, Nachbarn, Kollegen. Wir freuen uns über jeden neuen Hörer und jede neue Hörerin und bleibt dabei und bleibt gesund. Alles Gute, viele Grüße.